Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Fernsehschauen hier in EVE Online. Ja, wir sitzen jetzt hier einfach mal schön entspannt auf der Couch rum und schauen uns hier ein paar Werbespots von Atma Aulatu und den Rüsterpiraten an. Das ist die Rüsterpiraten, das ist so eine Rockband irgendwie, keine Ahnung. Nein. Ja, ich habe nämlich bei der Charaktererstellung ein bisschen Unsinn erzählt. Das war nicht geplant oder absichtlich oder so. Tja, jedenfalls können wir uns hier unseren Charakter doch nochmal in 3D anschauen. Und sogar, ups, wenn es hier gerade nicht ruckelt, und sogar mit dem Charakter uns hier durch die Station bewegen. Beziehungsweise bis jetzt nur durch das Kapitänsquartier. Das Ganze gibt es jetzt auch noch nicht seit Beginn von EVE Online, sondern auch erst seit einem Update. Ja, und hier haben wir eben so nette Sachen wie ein Bett, einen Spiegel, wo wir den Charakter nochmal neu anpassen können. Das heißt, neue Klamotten anziehen. Dann stehen hier natürlich allerlei leckere Sachen rum. Ich weiß auch nicht genau. Ja, hier geht's jetzt zur Station. Nur leider kommen wir da noch nicht rein, weil das wird auch erst mit dem neuen Update eingeführt. Aber da kann man sich schon richtig drauf freuen, wenn man dann in der Station andere Spieler treffen kann und so weiter. Und hier geht's jetzt eben in den Hangar zu unserem Schiffchen, das da vorne schon schwebt. Und da unten sieht man jetzt die Kapsel, da können wir vielleicht auch mal einen Blick drauf werfen. Ne, unser Überraschungsei, das sieht so aus, nicht wirklich bequem irgendwie. Wenn man sich vorstellt, dass man da drin irgendwie sitzt oder fliegt, keine Ahnung. Naja, ich würde sagen, dann ja, tschüssi und wir schalten mal das Interface erstmal wieder an und wechseln dann zurück wieder in den Schiffshangar, denn ja, das ist mir eigentlich, ich würde schon fast sagen, lieber und ich bin daran ja eher gewöhnt, denn ja, ich finde jetzt, dass hier das Kapitänsquartier ist zwar ganz nett anzuschauen, aber wirklich viel bringt es leider noch nicht. Oh, hier ist ein kleiner Grafikfehler oder sowas hier im Nacken. Da ist noch Metall, da nicht, naja, egal. So, deswegen schauen wir mal wieder in den Schiffshangar rein. Ja, und da haben wir jetzt die Ibis. Ich weiß nicht, warum ich die jetzt gewählt habe. Wahrscheinlich, weil die schöner ist als die Bantam. Naja, so. Und letztes Mal haben wir ja die letzte Mission hier angeboten bekommen, glaube ich. Oder haben wir die schon angenommen? Ach, naja, die haben wir sogar schon angenommen. Naja, egal. Schade. Sonst hätten wir jetzt hier noch die 265.000 ISK einstreichen können, nur... Ja, dummerweise habe ich die Mission schon angenommen und jetzt zu lange gewartet. Egal. So, wir müssen jetzt hier die Raketen herstellen. Dafür haben wir hier ja den Blueprint bekommen. So, schauen wir doch mal. Der macht 100 Raketen pro Durchlauf und wir brauchen hier 5000. Das sind grob gerechnet 50 Durchläufe, die wir machen müssen. Also müssen wir hier das Material sozusagen mal 50 rechnen. Und ich würde sagen, oh Moment, ich würde sagen, wir können im Prinzip das kaufen oder auch abbauen selber natürlich, aber ich würde sagen, wir kaufen das mal ein bisschen. Ja, es ist jetzt auch nicht wirklich viel, von daher können wir das schon mal machen. Ich glaube, das müssten... Upsala. Was mache ich denn hier? So, Pyrit brauchen wir als erstes. Ja, da sind wir ja schon, genau. Auf der Station, was gibt es denn da günstiges? Ah ja, genau. Da brauchen wir, wenn ich mich nicht geirrt habe. Und beim Tritanium. Da brauchen wir... 35 mal 50, das sind, wenn ich mich jetzt irre, ungefähr 1800. So, damit hätten wir jetzt auch schon alles zusammen und dann würde ich sagen, fangen wir doch mal mit dem Produzieren an hier, wenn denn was frei ist. Denn, ist was frei. Denn es gibt hier... auf jeder Station eben solche Produktionsslots. Ich zeige das mal, eine ganze Menge sind das eben auf jeder... wieder mal Schluck auf jeder Station. Oder, ja, nicht auf jeder Station, glaube ich sogar. Oh, schon wieder, Entschuldigung. Und, ja.
Je nach Ansehen kostet das dann mehr oder weniger Geld. Und wir verwenden jetzt einfach mal hier die eine, die noch frei ist von den beiden. Und dann 50 Durchläufe brauchen wir da. Okay. Ah ja, perfekt. Da haben wir alles zusammen. Tritanium sogar 50 mehr. Gut. Das dauert 3 Stunden, 10 Minuten. Alles klar. So. So lange wollte ich jetzt die Aufnahme nicht machen. Deswegen sehen wir das dann wohl in der nächsten Aufnahme. Und bis dahin können wir jetzt ja hier mal beim nächsten Agenten schon mal ein paar Missionen machen. So, das schließen wir mal. Ah, schöne Musik. Und, nochmal ein Skill sollten wir trainieren. Das sollte man auch nicht vergessen. Tja, was nehmen wir denn da? Vielleicht mal Mining auf Level 3 und dann mal auf Level 4. Denn, das könnten wir als nächstes mal ausprobieren. Ich muss mal schauen, was wir jetzt hier haben. Was ist das denn für einer? Karriere. Ah, Erkundung. Das klingt gut. Fortgeschrittenes Militär klingt auch gut. Industrie und Militär. Gut, das heißt, jetzt haben wir noch 4 weitere Agenten, die wir hier auf der Station uns mal anschauen können. Ich würde sagen, wir könnten jetzt im Prinzip mal Militär machen. Denn das hatte ich ja eigentlich schon mal ein bisschen so versprochen, dass wir jetzt mal was Interessanteres machen. Und das Militär eignet sich da doch ganz gut. Ja, ganz easy. Wir müssen hier im Asteroidengürtel Piraten killen und bekommen als Belohnung eine Gatling Railgun und nochmal 2000 Schuss Munition. Klingt doch super. Das akzeptieren wir einfach mal. Ah, und jetzt bekommen wir hier noch so ein paar Informationen zum Kampf. Zum Kampf. So, dazu nehmen wir mal... Hey, hallo? So. Da muss ich mal bei der Ausrüstung ein bisschen schauen. Haben wir hier noch Waffen drinne? Nee. Ach, die Bantam ist so eklig. Ich will die gar nicht nehmen. Aber ich glaube, eine Merlin bekommen wir da sogar noch geschenkt irgendwann. Haben wir denn da die... Ja, okay, die könnten wir theoretisch fliegen. Okay, ich würde mal sagen, wir bleiben einfach mal in der Bantam, auch wenn die wirklich nicht schön aussieht. Aber naja, ist ja auch egal. Und ja, ich würde sagen, eine Waffe, das müsste erstmal reichen. So, die haben wir angenommen. Cash für Capsi-Piloten, 1 von 10. Und dann docken wir einfach mal schön ab und schauen, was uns dort wieder erwartet, Feines. Das ist auch ein schönes Lied. So, ich muss sagen, ich bin heute ein bisschen aus der Puste. Von der Stimme her geht das auch nicht so ganz, denn es ist relativ kalt und ich habe den Fehler gemacht, dann auch noch was Kaltes zu trinken. Und außerdem war ich gerade eben noch draußen ein bisschen. Das war nämlich, ziemlich kalt draußen und dann musste ich noch ein Paket zur Post bringen und habe mir dann ich habe mein armes Ärmchen so belastet. Das tut jetzt ein wenig weh, aber naja. Ich bin einfach ein Weichei, würde ich sagen, denn das war gar nicht so schwer, das Paket so. Fliegen wir einfach mal los hier und schauen, was uns da erwartet, wie gesagt, ne? Und dann gucken wir mal das Tutorial hier an, hier, ne? Wie wir bei optimaler Reichweite den Gegner abschießen können, so. Ja, so. Okay. Oh, das sieht aber sehr schick aus hier. Eine alte Stationsruine und hier sind Asteroiden. Ja, Mann, da können wir eigentlich auch abbauen gehen, aber naja, im Moment vielleicht noch nicht. So. Das haben wir eigentlich auch schon vorher mal ein bisschen so bekommen. Optimale Reichweite. Die ist hier 500 Meter. Ja, wir haben ein Ziel und dann machen wir jetzt mal umkreisen. 500 Meter. Ja, das war's eigentlich schon. Wir können eben hier sehen, die optimale Reichweite. Und dann sollten wir den Gegner auch innerhalb dieser Reichweite umkreisen. Und das machen wir jetzt auch gerade. Wir sind auf dem Weg und ich würde mal sagen, feuerfrei. So. Ja, wir treffen noch nicht, weil wir noch zu weit weg sind. Übrigens ist das nur bei den, Schusswaffen so. Es gibt ja noch die Raketen. Und bei denen ist die...
optimale Reichweite und so, das gibt's da nicht. Es gibt da nur eine maximale, ja, Reichweite. Und die Raketen, die können den Gegner auch nicht verfehlen, die treffen den. Nur dauert es halt seine Zeit, bis die Rakete mal zum Ziel geflogen ist. Oh, da kommen sogar noch mehr Gegner. Frachtraum öffnen. Oh, cool. Nehmen wir mal mit. Ach, komm. Flieg doch nicht so schnell zurück dahin. So. Und den dann nehmen wir als nächstes mal. Und danach noch die beiden Kollegen hier hinten. Alles plündern. Geht's jetzt? Nein. So, jetzt. Gut, dann gehen wir erstmal zu dem lieben Gesellen hier hinten. Ach ja, so. Und in der Zwischenzeit blinkt hier oben wieder unser Personen-Positionen-Knöpfchen. Das brauchen wir jetzt aber nicht. Und, der Notizblock, den habe ich mir hingezogen, weil ich jetzt nämlich den Namen des Agenten weiß, der in der letzten Folge erwähnt wurde, der mit dem echt sehr, sehr sonderbaren Namen. Und zwar heißt der Agent Halulen Hainulaila. Ja, sag das mal fünfmal hintereinander. Und trinkt dann noch eine Flasche Bier oder auch zwei oder drei und dann habt ihr Spaß. So, das sind wirklich irgendwie isländische Namen, denke ich mal. Wie gesagt, der Entwickler CCP kommt ja auch aus Island und da ist sowas wohl normal, aber ja, hier bei uns ist das wohl eher etwas sehr sonderbar, würde ich sagen. Aber egal, so, jetzt sind wir auch schon fast hier bei dem Gegner angelangt. Huiuiui, wenn wir jetzt nicht die Kamera irgendwie verziehen hier. Und dann bei dieser entspannenden Musik einfach mal ein paar Gegner töten. Schön. Feuer. Oh, ich merke es gerade selber. Ich spiele in den Missionen meistens, wie gesagt, so rausgezoomt. Oh, das war's schon. Dann, ja, da kann man eben besser den Überblick behalten. Ich glaube, das habe ich auch schon mal gesagt. Aber naja, kann ja jeder machen, wie er mag. Die sind jetzt ganz schön weit entfernt. Naja. Müssen wir eben ein bisschen ranfliegen. Und in der Zeit könnten wir ja mal ein bisschen was bequatschen, wenn mir denn was Gutes einfällt jetzt. Denn, ja, aber ihr habt sicherlich schon selber gemerkt, dass man bei Eve jetzt, ja, Eve ist nicht so das Action-Spiel Nummer 1. Da kann man schon, ja, eine Menge Action und Spaß haben in den Missionen. Aber manchmal geht es auch wirklich geruhsamer zu. Manchmal muss man einfach, ja, ein bisschen abwarten, grinden oder im Belt, im Asteroidengürtel einfach Erze abbauen, was eine Zeit da dauert und man kann halt nicht immer so viel actionmäßig rumfliegen und yeah, ich kill euch alle und so. Und um das jetzt nicht ganz so langweilig zu gestalten, könnten wir ja in der Zwischenzeit über was quatschen. Ja, wir, besser gesagt, ich quatsche über irgendwas und ihr könnt euch das dann anhören oder auch gerne eure Meinung dazu dann in den Kommentaren posten natürlich. Und ja, da hätte ich jetzt schon mal zwei Sachen vielleicht. Oder ja, kommen wir mal zum ersten. Und zwar hatte ich das ja in der letzten Folge, glaube ich, auch schon angekündigt, dass ich vorhab, solche, ja, Specials zu machen. Nicht nur zu Eve Online, sondern auch allgemein zum Beispiel als, ja, Spieletest sozusagen. Oder bei Eve Online einfach mal als längere Ausflüge irgendwo hin. Zum Beispiel in ein Wurmloch, da die Idee kam mir auch in der letzten Folge ziemlich spontan, muss ich sagen. Und ich bin jetzt noch leider noch nicht dazu gekommen, das aufzunehmen oder weiter zu planen, aber ich habe auf jeden Fall vor, das zu machen. Da sind wir jetzt auch schon fertig und docken mal zurück. Wir fliegen mal zurück zur Station und docken da an. Ja, denn Wurmlöcher sind eine sehr, sehr spannende Sache auf jeden Fall. Nur können wir jetzt mit unserem kleinen neuen Charakter hier da noch nicht wirklich viel machen. Deswegen, ja, ich denke, ich werde mal mit einem Freund zusammen dann ein Wurmloch erkunden. Und ja, wir werden da, denke ich mal, sowieso drauf gehen. Wir werden auch nicht mit der Einstellung reingehen, dass wir da möglichst lange überleben wollen, sondern wir gehen einfach da rein, ein bisschen Spaß zu haben und uns abschießen zu lassen, egal ob jetzt von den Sleepern oder von einer Corporation, die in dem Wurmloch wohnt. Ja, das steht so als nächstes auf der Planungsliste. Und so, jetzt sind wir wieder da. Ich muss mal die Mission abschließen hier.